Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome. Hier in der dritten Staffel mit dem weströmischen Kaiserreich. Ja, beim letzten Mal war die Devise nicht aufhören, nicht wahr? Wir haben gesagt, nicht aufhören, weder zu kämpfen, noch mit den Echtzeitschlachten, noch mit dem Projekt am Ende. Deshalb geht's jetzt weiter. Ich will noch einen Part machen. Der könnte vielleicht ein bisschen kürzer werden, weil ich muss heute wirklich noch Medieval 2 versuchen, aber... Ja, es ist halt sehr geil hier, muss ich sagen. Also Rom 1, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also die Kampagne hat noch so viel Potenzial einfach und kann noch eine sehr lange Kampagne werden. Ich bin sehr begeistert davon. Ich wollte auch nicht ein bisschen Ägypten weiterspielen, aber das hat sich jetzt gar nicht so herausgestellt, dass ich das irgendwie gemacht habe oder machen konnte. Weil ich die ganze Zeit, wenn ich so gedachte, dachte ich immer so, oh, ich will aber Rom weiterspielen, ich will die Römer spielen. So, also von daher hat sich das dann auch erstmal erledigt. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Wir machen hier, ich würde sagen, wir werden die Bauern nicht auflösen. Die setzen wir als Infanterie ein. Wir werden die Generäle fesseln mit den Bauern. Und dann werden wir mit unseren Generalstabwachen so einmal komplett ummanteln, den Gegner. Also wirklich auch komplett eindrücken und zerquatschen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Nicht besonders für die Kommandosterne, nicht wahr? Es ist auch nur der religiöse Führungsstab, der ist auch, ich glaube nicht, ob die irgendwann alle irgendwelche seltsamen Neigungen entwickeln, weil wir die ganze Zeit die zusammen rumlaufen lassen. Naja, speichern das an der Stelle kurz nochmal und dann geht's weiter, ja. Ich bin wirklich sehr begeistert hiervon, muss ich sagen. Also das Projekt macht richtig Spaß, immer noch. Ich dachte jetzt eigentlich, ich habe jetzt nicht mehr so Lust, aber die Lust ist einfach komplett wieder da. Also durch das Spielen war mir ja nicht sicher, deshalb habe ich gedacht, ich nehme ein bisschen auf, aber ich kann gar nicht weniger. Es wird trotzdem insgesamt ein bisschen weniger, weil ich mich wirklich ein bisschen auf Warhammer fokussieren will, aber es wird nicht aufhören. Erstmal. Na, es kann sich ändern in Zukunft, aber erstmal. Soll euch keine Sorgen bereiten. Cool. Von wo kommt denn die Verstärkung? Das ist nicht bekannt. Okay. Na, Wärmekavallerie, die ist ja schnell. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. So, die Verstärkung kommt gerade aufs Feld. Die sarmatische Auxilar und die Limitaner, die werden wir nicht einsetzen. Wobei die sarmatische Auxilar können wir vielleicht schon einsetzen. So ein bisschen konservativ. Genau, und die Bauern, die werden wir opfern. Weil ich will die ja sowieso auflösen. Ich wollte die sowieso auflösen, jetzt lösen wir sie nicht, aber jetzt setzen wir sie ein. Weil die sind A, in der Garnison ineffizient, weiß ich gar nicht. Aber sie sind ineffektiv, das auf jeden Fall. Ineffizient, weiß ich nicht. Haben wir noch nicht durchgerechnet. Weil sie kosten ein Drittel von dem, was die Bitanai kosten, bringen aber die Hälfte der öffentlichen Ordnung. Ist die Frage, ne? Wie ist das rechnerisch? Das habe ich nicht ausgerechnet. Aber sie sind ineffektiv. Und das. Sagen wir mal so, ich bin nicht jemand, der immer 100% effizient spielt, aber ich bin durchaus jemand, der effektiv spielen will, der effektive Sachen bevorzugt. Und sie sind einfach nicht effektiv. So, die werden wir ein bisschen konservativ einsetzen und dann gucken wir mal. Wir werden das auf jeden Fall machen. Ist ja, ganz ehrlich, was mir ein bisschen im Remaster auf den Sack geht, ist der Regen. Ich finde, der ist Augenbelastung. Ja, die werden gleich schießen, ne? Ja. Ja, ist mir egal. Pass auf, die fliegen jetzt nur davon, ne? So, wie gesagt, die setzen wir ein bisschen konservativ ein. Vielleicht kommt der jetzt auch gleich. Es ist halt eine Menge Kriegsheer, wobei es ist nur Kriegsheer, es ist nicht Elite-Kriegsheer. Also das ist, Kriegsheer ist gar nicht so stark. Elite-Kriegsheer ist recht stark, aber normaler Kriegsheer ist eigentlich relativ harmlos. So, jetzt ist er gerade so in so einem Ball. Wenn wir da jetzt rein rasen, das wäre natürlich Hammer. Komm. Verteidige dich da nicht so. Wow. Der kontert uns gerade voll aus.
Oh, der sandwicht uns gleich. Es kann sein, dass wir neu starten müssen. Hat uns gesandwicht. Raus da, komm. Er hat so viele Generäle, es ist halt sehr, sehr schwer, da effektiv irgendwie zu sein, wenn er halt die ganze Zeit seine Generäle durch die Gegend schickt, ne? Der hat auch viel davon. Jetzt säbelt er meine samatische Auxilar kaputt. Müssen wir mit, ja, ich wollte sie eigentlich konservativ einsetzen, jetzt sind sie aber extrem wichtig. Unser Verbündeter ist tot. Wir werden sehen, ob seine Männer angesichts dieser Tragödie standhalten. Das ist der Hauptmann der Bauern, alles gut. Der feindliche König wurde getötet. Das war Glück. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten. Das ist einfach zu viel Generalsleibwache. Also hier hinten haben wir ganz gut, haben wir es ganz gut geschafft, ne? Aber... diese Masse an... Ah nee, das war der Hauptmann der sarmatischen Hilfstruppen. Deshalb ist er auch geflohen. Also von dem Moralschock so entsetzt worden. Ah, er schießt uns hinterher. Das ist natürlich deutlich doller weh. So, jetzt müssen wir leider reinchargen. Er schießt gerade auch so ein bisschen auf sich selbst. Jetzt hat er umgedreht. Ne, der ist absolut Einheiten, besessen von mir. Da, er ist besessen. Er will, er hört nicht auf. Ist ganz gut so. Und dann er schickt eine Einheit. Schon tot. Was soll ich machen? Er hat 8 Generäle oder so in der Armee. Was müssen wir machen? Der hätte uns die Stadt ausbelagert. Was soll ich denn machen? Was muss ich doch machen? Was muss ich? Euer General war ein Narr und ist daher nun... Nein, wir müssen nochmal neu starten. Das ist nicht gut. Ein General kann ich sehen, aber nicht... Ja, er hat halt so viel Generals... Wir müssen die Limitana einsetzen. Weil die Bauern, die waren ja... Also die werden wir trotzdem einsetzen. Die können ruhig sterben, aber... Wir müssen irgendwie die Limitana einsetzen. Zurückziehen! Das ist leider ein großer, großer Fehler. Ich wollte die Garnison nicht einsetzen für den Fall, dass der Franke da plötzlich auftaucht. Aber ich muss ja irgendwie... Ah, dann müssen wir die da fortbilden. Das ist wieder mega teuer. Wir haben kein Geld. Ah, das ist furchtbar. Das ist 8 Generäle oder so hat er da drin. Was? 5. Ist auch nicht besser. Was hat der so viele Generäle in einer Armee? Das ist doch krank. Da komme ich nicht mal ran mit meinen 4. Und ich mach das ja gar nicht, weil als Kampftaktik. Ist auch Quatsch, das als Kampftaktik zu machen. Oder als Strategie, besser gesagt. Das ist ja Quatsch, das zu machen, weil verlierst da ständig deine Generäle, weil du dann nicht ordentlich aufpassen kannst auf die. Das ist jetzt nur der Fall, weil wir konvertieren. Die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Weil wir konvertieren, weil wir die Provinzen konvertieren. Da müssen die halt alle auf einem Fleck sein. Dass die jetzt gerade angreifen müssen, das liegt nur daran, weil ich muss hier dringend reagieren. Und das ist halt das Erstbeste, was zur Verfügung steht. Das ist das Erstbeste, was mir zur Verfügung steht. Ich würde am liebsten nicht mit so einer Armee spielen. Aber ich muss das. Ich habe keine Wahl. Ich muss jetzt reagieren. Der hungert mir die Stadt aus, nur mit Kavallerie. Er wird das machen, weil er kann ja nichts anderes. Normalerweise macht die KI das nicht, Städte aushungern. Aber sie muss das in diesem Fall machen, da sie die Stadt nicht angreifen kann, da sie keine Infanterie hat, um Belagerungsgerät zu bauen. Und Artillerie hat sie auch nicht, also... Naja, schießt auf die... Ja, genau, die Franken jetzt schon. Also passiert gar nichts, aber... Diese Masse an Generälen, ey, das ist so blöd. Wie gesagt, ich mach das nur, weil es nicht an...
weil es nicht anders geht. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es nicht machen. Wir werden das ein bisschen anders machen. Weil wir nutzlos Bauern auch einfach sind. Weil wie er auch seine Flanken absichert gegen die Generäle, ey. Mit seinen eigenen Generälen, das ist so blöd. Ja, verreckt doch, ist mir doch egal. Gott, sind die nutzlos. Tja, die haben jetzt absolut null Schaden verursacht. Der macht das schon wieder. Der ist taktisch total klug. Da, der schickt 8 Generäle auf mich los. Der soll das lassen, verdammt. Da, ja, was soll ich machen, wenn er so viele Generäle schickt? Was soll ich dann machen? Wenn er mich komplett einigelt. Wenn er sich einigelt mit Generälen, was soll ich dann machen? Aber wir können diese Armee nicht besiegen. Mit einer Stadt. Das ist, weil er einfach die Städte aushungern wird. Fleischwolf. Ja, so viel zum Thema, die sind nicht so stark. Die sind sehr, sehr stark. Jetzt, Alter. Ah, nee, der ist tot. Guck mal, wie aggressiv. Das ist ein Doomstack. Wir schaffen das nicht. Das ist ein Doomstack. Der feindliche König wurde getötet. Hoffen wir, dass er die Aasfresser nicht verpestet. Oh, Junge, wie viele Generäle hast du noch? Wir haben schon wie. Ach, wir haben irgendwie 3 getötet und der hat immer noch 3. Ja, dann müssen wir damit leben. Unser religiöser Führungsstab, wir opfern gerade alles dafür. Aber wir müssen diese Stadt retten. Der wird diese Stadt aushungern mit seiner scheiß Kavallerie-Spam-Scheiße da. Ich weiß auch nicht, wo der die ganzen Generäle her hat. Ja, der existiert ja schon seit Anfang des Spiels. Da hat er die Generäle immer gehortet und dann vereinigt er sie alle in einer. Ach, die sind alle tot hier. Ich wollte die Infanterie nicht. Ach, hallo, was soll das jetzt? Lass das. Wenn der jetzt. Ach, Mann, ey. Immer noch 3 Generäle da hinten. Immer noch 3 Generäle. Was soll denn das? Warum hat denn der so viel? Die müssen vor allem jetzt jeden einzelnen umbringen. Na, jetzt Gott sei Dank ist er jetzt gerade nicht schlau gewesen, hat nicht Konter gecharged. Oh nein, Sandwich. Ja genau, der hat 8 Generalsleibwachen. Haben wir den jetzt umgebracht? Nee, haben wir nicht. Ja, wir verlieren die Ja, dann lade ich neu. Ich krieg diese Kriegs. So viel zum Thema, dieser Kriegsheereinheit ist nicht stark.
Die ist stärker als unsere. Die ist viel, viel stärker. Ja, schieß noch. Noch ein unnötiger geht's jetzt gerade nicht. Ja, Kavallerie Doomstack, da gibt's nichts gegen. Da können wir nicht. Oh, Sandwich uns wieder. Ja, wir fliehen. Ja, wir verlieren die Schlacht. Ja, können die Schlacht nicht spielen. Ich drück mal auf automatisch berechnen, mal gucken. Wir können diese Schlacht nicht gewinnen. Weil er ist extrem gut mit seinen Generälen. Extrem gut. Und er zersäbelt mir alles, was ich habe. Ich kann. Er greift mit drei seiner Generälen, greift er meine Limitanne an und drei andere Generäle lässt er im Norden, also im oberen Bereich. Und dann greift er meine Generäle an und sandwicht die auch noch mit drei Generälen. Und in meine Limitanei kann nichts machen, weil sie auch von drei Generälen angegriffen wird. Ja, klare Niederlage. Das können wir nicht. Ja, das ist ein Doomstack. Das ist selbst im automatisch Berechnen super mächtig. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich weiß nicht, wie ich gegen diese Armee gewinnen soll. Ah, oh, das ist so blöd. Wie soll ich gegen... All seine Generäle da drin, das ist so blöd. Wie soll ich... Ich kann das nicht schaffen. Wie soll ich das schaffen? Oh, der wird mir die Stadt einnehmen. Nur durchs Aushungern. Weil ich nichts machen kann. Am liebsten würde ich ihm irgendwie eine Infanterieeinheit zuschieben. Dass er die Stadt angreift. Wir müssen diese Schlacht jetzt gewinnen. Das geht nicht anders. Wir müssen das anders dann angehen. Dass wir vielleicht die Generäle hinter der Limitanei halten. Dass er all seine Generäle gegen die Limitanei schmeißt. Dass er aufhört, seine Kräfte zu zerlegen. Dass er auf der Front was kämpft und auf der Front kämpfen kann. Weil die Qualität hat er. Wir müssen all seine Generäle an einen Platz bringen und dann müssen wir ihn ummanteln. Dann geht's. Aber er schickt ja seine Generäle als Flankenschutz. Und dann geht das nicht. Verstärkungen sind eingetroffen, doch kommen sie rechtzeitig, um mitzukämpfen? Bauern! Das ist so doof. Bauern! Bauern! Ja, nun komm. Wie lange dauert das denn, ne? Infanterie. Ihr hättet doch schon lange mal schießen können. So, dann marschieren. Die Bauern, das ist so nutzlos, wirklich. Boah, die waren ja immer noch nicht da. Ja, er schießt die, ist mir egal. Ist mir vollkommen egal, ganz ehrlich. Seelenschrotteinheit. Er greift aber auch nicht an. Jetzt kommt er. Er macht wieder Flankenschutz. Da, seht ihr, er lässt seinen König hinten. Oh, flieht doch nicht sofort. Oh, das ist so blöd, dass die immer... Oh. Nein. Nein, was macht ihr? Hallo, nein, das habe ich gar nicht befohlen. Aber der säbelt da einfach durch. Ja, das ist halt das Ding, wenn Kavallerie ist hier mächtiger als im EW2. Kann halt doch nicht auf drei Hochzeiten tanzen. Ne? Sandwich. Ja, er hat die Macht zu sandwichen und er sandwicht. Wir haben wieder einen General verloren, ja. Die Unser Taktiken. Verbündeter ist tot. Wir werden sehen, ob seine Männer angesichts dieser Tragödie standhalten. Er hat so überlegene Taktiken damit. Er ist einfach taktisch extrem überlegen. Es hilft, glaube ich, nur mit einem Fullstack da irgendwie automatisch berechnen zu drücken und zu hoffen, dass seine Generäle sterben. Wenn wir Glück haben, verlieren wir jetzt nur einen General. Aber der hat so viel. Kavallerie!
Also die Mitanai ist gegen Kavallerie absolut, absolut nutzlos. Da guck mal, wie er sich hier bereit... Euer General hat sein Leben weggeworfen. Was soll ich machen? Er hat einen General-Doomstack. Könnte es ähnlicher gehen. Oh, diese blöden Samaten, dass ich die einfach nicht wegkriege. Oh, jetzt. Ja, natürlich ist das Kriegsheer, was auch sonst. Das ist ja nur Kriegsheer. Nur Kriegsheer, nur Kriegsheer. Der hat nichts anderes in seiner Armee. Ja, ja, er hat die Macht zu sandwichen und er sandwicht. Ganz einfach. Es ist extrem, es ist, glaube ich, ein großer strategischer Fehler gewesen, diese Armee hier anzugreifen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich von seinen Generälen ich noch umbringen soll. Attentäter bringen auch nichts, die haben ja keine Chance, die können sich ja auch nicht leveln. Ich sterbe ja schon beim kleinsten Versuch im Vanilla. Vanilla sag ich schon, beim normalen Wurm 1 ist es nicht so. Da sind die Attentäter sehr mächtig. Da habe ich schon sehr. Wobei da. Nee, doch, da sind die gut. Ist egal, wir spielen die Schlacht jetzt zu Ende. Sammelt euch. Mein Gott, es ist nur der Hauptmann tot. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt hier gerade Leute verliere, wenn da nur 16 Leute übrig sind. So, gleich der nächste. Ganz ehrlich, dann schmeißen wir unsere Generäle jetzt raus. Machen wir ein bisschen Geld in der Schatzkammer frei. Aber die bezahlen mit ihrem Leben dafür, dass wir hier den Samaten jetzt komplett auslöschen. Ich finde, das ist ein Preis, den wir jetzt einfach zahlen müssen. Manchmal muss man Preise zahlen. Der ist immer noch nicht tot. Tötet ihn jetzt. Ist er das nicht? Der hat doch kein Schild. Oder? Doch, der hat ein Schild. Ach du Heilige. Ja, weil seine Einheit ist ja irgendwie 10-mal so groß wie meine. Alter, der hat so viele Leute, dass die als zwei Einheiten agieren gerade. Eine Einheit kämpft hier, die andere kämpft da. Verlieren die Schlacht. Wenn wir sie verlieren, dann müssen wir neu laden. Der nimmt die Stadt dann ein. Wahrlich. Einigen Männern genügt nicht mal der Segen. Ich krieg diesen Doomstack nicht tot. Womit soll ich diesen Doomstack töten? Das ist ein Doomstack. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich diesen... Oh, der wird die Stadt aushungern. Wie viele Runden Zeit habe ich noch? Ja, müssen die Legion schicken, die wir da rekrutiert haben. Die wir jetzt eigentlich zum Franken schicken wollten. Er wird ja auch nicht angreifen. Er wird nicht, weil er keine Infanterie hat. Ja, schicken wir die Armee. Hoffentlich ist sie schnell genug da. 7 Runden, Gott sei Dank. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt den Vandalen angreifen, aber... Geht nicht. Kann ich nicht. Wie? Wie soll ich das machen? Wie soll ich den Vandalen jetzt angreifen? Wir müssen den Samaten im automatisch Berechnen töten. Wobei ich weiß nicht, ob die Generäle da sterben. Ich weiß gar nicht, wie das im automatisch berechnet. Ne, eigentlich sterben. Nee, normalerweise sterben Generäle im automatisch berechnet nicht. Ah, wir haben die Rebellen hier gerade noch gehabt. Oh, der kommt jetzt auch noch. Krass. Ah, hat er noch einen General. Ah, diesmal hat er einen General. Normalerweise hat er das ja nicht. Herbern, sehr viele die Zwangssperrträger sind aber weniger. Ja, die sind das wenigst Schlimme, was er hat. Wobei Axtherbern jetzt auch nicht so stark war. Er schickt da schon die nächste Armee.
Das ist aber auch wirklich mit diesem Kavallerie-Fullstack, den er da hat. Das ist so unbesiegbar einfach. Unbesiegbar. Auf meine Befehle. Oh, wir haben hier einen General drin. Sehr cool. Einheiten, Bogenschützen. Er kommt nur von einer. Ja, eventuell. Wir haben sehr viel Infanterie. Ich glaube, es macht hier Sinn. Ja, ich finde, es macht hier Sinn, die Mauer zu halten. Ich glaube, in dieser Situation macht es Sinn, die Mauer zu halten. Föderat, die sind besser als Zwangsschwerträger. Das auf jeden Fall. Rennt! Infanterie! Beeilung! Infanterie! Dann stellen wir die da hin. Dann haben wir eine Einheit hier. Nee, hier. Schnell! Ja. Dann haben wir hier unten drei zur Verstärkung. Und die Bogenschützen stellen wir hier oben auf die Mauer. Nee, das macht ja auch. Nee, das ist blöd. Wobei ich will die Bogenschützen durchaus auf der Mauer haben. Infanterie. Könnt ihr euch ein bisschen weiter wegstellen? Ein Ticken weiter noch. Infanterie! Beeilung! Bogenschützen! Bewegung! Beeilung! Aufs Schnellste! Setzt Feuer ein! Kavallerie! General! Einheiten! Bewegung! Bewegung! So. Da würde ich mal sagen, los geht's. Es ist aber auch wirklich heute, also diese Sarmaten mit ihrem Generalspam, das ist schlimm. Ach so, stimmt. Das Ding kann ja wieder schießen. Und er fährt doch den größtmöglichen Umweg. Aber Römer fürchten sich nicht vor Straßenkämpfen. Nee, Straßenkämpfe wird es hier diesmal nicht geben. Bogenschützen! Oh. Gut, dass wir dahinter Truppen stehen haben. Infanterie. Was ist das? Zwangsschwerträger. Da hilfst du mal. Kavallerie. Aber ich glaube, das hier schaffen wir, ne? Ja. Der Föderati ist dann doch ziemlich gut gegen in so einer Situation. Sind die hier auch gut? Ja. So können schießen auch die. Ach, dieses. Ah, die schießen aktuell. Das schießt aktuell gar nicht. So viel Verluste hat das Ding aber jetzt nicht gemacht. Diese Balliste da oben in dem Belagerungsturm. Schön ist, wir haben hier. Ja, wir haben die feindlichen hier auch Türme haben die Mauern erreicht. Betet, dass der römische Mut siegen wird. Ich finde das so cool, dass wir kochendes Öl haben. Das ist so geil. Schnell! Infanterie! Infanterie! Bewegung, Bewegung! Infanterie! General! Ja, er kommt jetzt, ne? Ich glaube, die ganze Einheit ist dabei raufgegangen, die da war. Ja, wir schießen schön. Ja, hier jetzt auch weiter. Warum schießt der Turm auf diese Einheit, die dort steht, wenn sie die gar nicht treffen kann? Oder trifft sie die doch? Es sieht nicht danach aus, als wenn die Pfeile abprallen. Bogenschützen, die machen auf jeden Fall was aus. Da kommt auch eine Menge Axtherbern, von daher. Ah, toll, einige schießen gegen die eigenen Zinnen. Das ist sehr wild. Ah, hättet ein bisschen später damit anfangen sollen, das kommen wir zu. Ah, jetzt, ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja, sehr gut. Da kommt am Ende gar nicht mehr so viel durch. Sehr gut. Wobei das kochende Öl hier, glaube ich, nicht so stark ist wie das aus Worm 2, ne?
Na, wobei doch, da. Na doch. Doch, da sterben sehr viele. Sehr geile Belagerung, Schlacht. Hier hat's macht schon wieder Sinn, die Mauer zu halten. Na, ist hier, da wird's gleich losgehen. Der General ist Gott sei Dank in der Nähe. Er boostet ja die Einheiten. Nicht in euer Ereignis. Nein, nicht in euer Ereignistrochen muss überlaufen. Ganz dünnes Eis. Ausgezeichnet. Ja, von den Jägern habe ich ein bisschen Angst, wobei Federati ist eigentlich so in der Lage, die abzuwehren. Halt hier hinten aber auch Jäger. Hm. Weiß nicht, ob diese eine Einheit Limitana gegen drei Einheiten bestehen kann. Hier ist auch nur ein Turm, der schießt, also. Ich weiß nicht. Schick mal noch eine zweite Einheit rüber. Ja. Nein, das Kochenöl ist sehr, sehr mächtig. Man sieht es nur nicht so gut, weil der Rambock da am Weg steht. Mach mal deinen Kampfgeist hoch. Ja. Also ganz gut läuft es jetzt auch nicht, ne? Ich überlege, ob ich die samadische Auxiliar rausschicken soll, um die Jäger da draußen zu überreiten. Ich glaube, ich mache das. Ja, ich glaube, ich mache das. Ja, ich mache das. Ich schicke die jetzt raus. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber nee. Ah, das Ding ist halt, kommen die da durch? Ich hoffe schon. Wir brauchen jetzt nicht ewig dazu. Ich muss dann dafür, dass es hier so, ja, dass der Weg so eingeschränkt ist, ist die Wegfindung hier gerade sehr gut. Fällt mir. So, da gehen wir da mal hin. Genau, die schießen jetzt auch. Ja, das ist gut. Und dann bereiten wir die Jäger, die da hin sind. Die sollten bald fliehen, dass die auch immer stürmisch sind. Ah nö, was soll das denn jetzt werden? Paladin-Leibwache. Ja, ich will gar nicht wissen, wie stark die sind. Ha, ah nein. Ja, stimmt. Die haben ja Wurfspeer. Ja, habe ich vergessen. Ja, war es doch ein Fehler, die rauszuschicken? Ich glaube schon. Dass der seine Generäle dann immer einsetzt. Er soll seinen General nicht einsetzen. Der ist so mächtig. Ich poke immer darauf, dass er das... Nein. Er macht uns... Ja, er macht Fleischwolf mit uns. Wir kommen durch seine Nahkampfabwehr gar nicht durch. Ja, das kann sein, dass wir jetzt neu laden müssen. Ah, wobei, ich lade hier nicht neu. Passt schon. Das hat ein Fail. Ding ist halt, wir haben jetzt irgendwie 9 oder 10 Sachen, die extrem hohe Priorität haben, wo wir Geld reinstecken müssen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen kann. Alles mir finanzieren kann, das weiß ich nicht. Wir haben jetzt irgendwie lauter Sachen, die Geld kosten. Die jetzt sofort erledigt werden müssen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das alles, dass wir das... Ach, toll. Die ganze Einheit, der hat die ganze Einheit umgebracht. Die sind aber wichtig. Nur weil er seinen General einsetzt. Wird erst nicht mal einer gestorben, ey. Es waren vorher auch so ungefähr 30 Leute. In den 30ern.
das funktioniert hier ganz gut gerade. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Ja, im Nahkampf sind die nicht so gut. Ich wollte die Jäger halt töten, weil die nerven. So. Das wollte ich die wegmachen. Verdammt. Tötet sie endlich. So, ihr seid fertig. Jetzt geht er daran. Komm. Austausch. Na, na, komm. Weg. Weg da. Mach Platz da, verdammt. Angriff! Der hat, wie viele Männer hatten der? Oh, über 2400 natürlich. Er hat doch schon so viele Armeen bei unseren Grenzen verbraten. Der hat einfach unendlich Manpower. Naja gut, wir spielen auf sehr schwer. Ist klar, dass er da unendlich Manpower hat. Oh nein, nicht die. Die sind so... Oh, deshalb wollte ich die überreiten, weil die so mächtig sind. Vor allem, wie sein General da hinten jetzt eingefroren ist. Saas, ich hab dich jetzt getrollt. Jetzt bleib ich stehen und mach nix mehr, Saas. Oh. Ja, die Jäger. Ja, weil die halt im Nahkampf aus welchen unempfindlichen Gründen so mächtig sind. Seht ihr das? Wir verlieren die ganze Zeit Leute. So viele Leute haben wir bei den Herbandsperrträgern, bei den Zwangssperrträgern nicht verloren. Befehle erfüllt! Boah, Alter. Ein so ein Jäger reißt irgendwie 5 Leute mit in den Tod. Warum sind die so stark? Warum? Warum sind die so... Schau ich das an, wie die Leute abstechen. Ey, warum? Das sind doch nur Bogenschützen. Das sind die most basic Bogenschützen, die er hat. Infanterie. Ein General kommt. Beeilung! Auf schnell! General. Bewegung, Bewegung! Na ja, gut, aber gegen kochendes Öl ist auch eher nicht gewappnet. Endlich mal. Angriff! Der feindliche General läuft davon. Stech ihn ab. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Ihr lasst ausgerechnet den General... Oh, wie könnt ihr es wagen, diesen General da nicht zu töten? Was der jetzt überlebt hat. Einheiten! Schnell, schnell! Die Schlacht schon gewonnen? Ich glaube schon. Die Götter waren mit euch. Der Feind ist vernichtet. Euer Sieg ist erreicht. Haben wir bei den Sarmatischen gar keine Heilungen, nein. Die eine ist tot. Oh, da müssen wir die neue rekrutieren. Naja. Jetzt kommt ja gleich die nächste Armee. Nein, du bist jetzt nicht mehr dran. So. Och Gott, ernsthaft, da kommt noch eine Armee. Ach, der Langobarde. Der ist im Krieg mit den Roxolanen und mit dem Fränkischen Reich. Und der jetzt will ein Bündnis. Ein annehmbares Ansinnen. Willkommen, mein Freund. Willkommen, mein Freund. Uns haltet ihr nicht zum Narren. Willkommen, mein Freund. Machen wir Karteninfos. Das müssen wir leider ablehnen. Willkommen, mein Freund. Ja, willkommen, mein Freund. Davon merke ich aber gerade nicht viel, dass wir Freunde sind. Also, dass wir Freunde sind, davon merke ich nicht viel. Verkaufen mal ein bisschen was. Lass uns in Frieden. Ja, willkommen, mein Freund. Ich merk's. Okay, der Dings kommt. Ach, dieser blöde Rebell. Warum zieht er sich zurück? Das ist ein verdammter Rebell. Warum
machen für den Kampf. Sieg! Oh ne, da mache ich keine Rechtszerstörung. Wir haben auch nur nicht mal, wir haben knapp 10 Leute verloren. Sind nur Bauern gewesen, alles gut. Vorwärts! Ja. Solche ganz klaren Echtschlachten mag ich da nicht so gern. Das ist ja gerade das Coole, dass du immer wieder Schlachten hast, die richtig wild sind, ne? Ja, sehr hohe Steuern, da bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt müssen wir sofort... Ja, das hier, ja. Das müssen wir mit einer großen, mächtigen Armee regeln. Und die beiden, die sind ja gerade am Konvertieren. Ich glaube, hier waren wir fertig, ja. Damit sind wir auch fertig. Ich glaube, wir sind hier überall fertig. Nee, hier nicht. Hier nicht. Imperator. Okay. Befehle. Ja. Befehle. Befehle. Okay, dann gehst du da. Ja, lauf. Ja, genau. Ja, lauf in sein Gebiet. Ne, wir sind in unserem Gebiet noch. Ja, okay. Aber er ist durch das Gebiet gelaufen, auf jeden Fall. Das haben wir schon mal gemacht und dann hat er uns den Krieg erklärt. Das war auch nicht schön. So, ein. Oh, wir haben jetzt schon 30% Christentum. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Erwarte eure Befehle. Es sind auch gar nicht so viele Städte, ne? Nö, es sind nur 3 Städte. Ach so. Das wird schneller gehen, als ihr glaubt, Leute. Euer Ehren. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Euer Ehren. Ja. Es ist nur noch ein General. Okay. General. Ja, die können hier runterkommen, weil... Die können jetzt hier auch nicht helfen. Das muss die große Armee machen. Ah, ja. Nee, warte mal. Die sind sehr mächtig im automatisch berechnen, ne? Warte mal, wir gucken mal. Wie mächtig sind die wirklich? Ja, die sind schon sehr mächtig. Unsere Generäle sind auch mächtig im automatisch berechnen. Egal, schicke ich sie wieder zurück. Alles gut. Alles gut. Ist ja nicht so schlimm. Genau, du... Oh, geh weg. Was haben wir mit den Langobarden-Bündnis? Also, ja, also, naja, ich freue mich darüber. Das ist toll, dass wir einen Bündnispartner haben. Das ist ganz, ganz toll. Das ist toll. Es war ganz, ganz toll. Ich habe nur irgendwie so ein Gefühl, dass es nicht lange halten wird. Das ist meine einzigster Zweifel, den ich habe. Einsiedlerei. Naja, 5% öffentliche Ordnung, warum nicht? Christliche Kapelle, ja. Sehr gut, dann haben wir das fast christlich konvertiert. Und hier oben ist das Aquädukt fertig, sehr gut. Oder kann man hier... Ah, ich könnte auch ein Skriptorium bauen, ja, das wäre besser. Skriptorium wäre besser, weil das Gesetz bringt, das hängt die Korruption. Kolonialer Agrippina. Ah, die Stadt. Imperator. Ja, genau, begegne mal der Armee. So, die haben wir ja bewegt, ne? Die große Legion. Ja, ich hätte. Naja, das ist ein kleiner Umweg, passt schon. Sind belagert. Ja, nur noch die einzigste Stadt, die noch belagert wird. Markus, der Spieler, ist tot und wir haben über die Stränge geschlagen bei den Langobarden. Aber wir haben uns doch gerade verbündet.
Neos, der Wütende, hat einen Läufer plus 1 Kommando. Indimidi. Okay. Genau, ein Bündnis. Vibius Kaldus ist ein Kriegsheld. Ne, hat einen Kriegsheld. Macht die Einheitenausbildung billiger. Okay, das ist ziemlich geil. Deshalb ist es auch so billig. Veteranio Flavius ist ein Magister Officorium. Ein Plus, öffentliche Sicherheit, Loyalität. Dieser Mann ist zum Amtsmeister im Weströmischen Reich ernannt worden. Oh, Leute. Hört euch das an. Der ist gar nicht so Naja. Konzil von Karthago. Ein kirchliches Konzil in der Stadt Karthago hat die Doktrin und den Ritus der christlichen Kirche erweitert. Nach sorgfältiger Diskussion kam man erstens zu dem Schluss, dass Gebete für die Toten eine Wirkung haben, wenn sie sicher den Himmel erreichen. Zweitens, dass die tote Seele manche Sünden büßen kann, indem sie Zeit im Fegefeuer verbringt und dort ihr schlechtes Benehmen durch eine bestimmte Zahl der Qualen der Verdammnis abbezahlt. Oha. Cool. Cooles Event, meine ich. Ein Händler, ja. Naja, bei einem niedrigen Steuersatz bringt das... Naja, nee, hier bauen wir nichts, weil hier warten wir darauf, dass wir die Kirche bauen. Ich glaube, das hier wird auch nicht mehr so schwer zu konvertieren sein. Naja. Die Tempel sind hier halt sehr, sehr groß. Nee, ich werde jetzt kein Geld ausgeben, weil ich will ja hier oben die Akademie bauen. Ach nö, jetzt habe ich den General da vergessen. Ja genau, jetzt kommt die nächste Belagerung. Alter! Wie viele Armeen hat der? Na gut, die ist angeschlagen. Aber. Wo wollen wir nicht Verbündete sein, vielleicht? Na, wir haben für Föderati christliche. Ja, die Garnison ist aber nicht gut. Nee, die Garnison ist nicht gut. Wobei wir vielleicht mit der Piazza-Taktik das gewinnen können. Es sei denn, er greift mit allen Armeen gleichzeitig an. Ja, doch, Elite-Krieger. Ja, wobei die gar nicht so elitär sind, wie wir gesehen haben. Ja, wir gehen hier wieder hin, weil wir das konvertieren müssen. Und hier... Ja, der christliche Führungsstab besteht aus zwei Diplomaten und Bonifatius Norbanus, genau. Wobei der immerhin einen Bischof hat. Der andere hatte auch einen Bischof, den habe ich aber leider vergessen, jemand anders zu geben. Oh, das ist jetzt immer nicht so viel Konvertierung. 70%, das passt. Ja, gut. Wieso habe ich jetzt schon wieder kein Geld mehr? Weil mein Einkommen gerade komplett eingeschmolzen ist. Was ist das denn? Hä? Ja, wahrscheinlich wegen der Arena oder was? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll war, die Arena zu bauen. So, hier. So, und ihr kommt wieder her. Ja. Der belagert das jetzt echt aus, ne? Der belagert das jetzt echt aus komplett. Oh, belagert minus 40%. Na, wenn die Belagerung vorbei ist, ist die öffentliche Ordnung wieder gut. Ich hab das ja gesagt, dass er das ausbelagert. Habe ich ja gesagt. Immerhin haben wir die samatische Auxilar wieder zurück. Ja, wahrscheinlich ist die, dass die so teuer ist. So, du gehst auf dieses Schiff und dann gehst du sofort hier runter. Weil du wirst, glaube ich, nicht mehr... Ja, der lebt nicht mehr lang. Marschieren! Ja. Und der lebt auch nicht mehr lang. Alter, wir sind ja wirklich... Sag mal, wollen wir Frieden schließen mit dem Oströmer? Ich kann mir das gerade eh nicht leisten, den zu bekämpfen. Zu einer Seite. Bodigala, abgehaltene Spiele. Immerhin nur monatliche. Kann ich auch jährliche machen? Nein. Ich baue mal eine christliche Kirche. Berber und Römer. Och, kommt schon. Die haben sich verbündet. Ja genau, die östlichen Rebellen das Oströmische Reich und die östlichen Rebellen haben Frieden geschlossen. Ja, und jetzt kommen sie zu mir wahrscheinlich.
Avaricum, Augustan und Carnutum. Achso, ja. Volljährigkeit, Herennius, Flavius. Ja, wer muss ja irgendwann mal was abgeben, ne? Ja, der ist ein toller Verwalter. Ja, das werde ich ihm jetzt erstmal geben. Wie heißt das? Magister Skrini, okay. Das soll er jetzt haben. Magister Skrini. Ist das Dizimus der Denker, ja. So, hat er das. Ausgezeichnet. Da wird er das Ganze hier übernehmen. Er ist reizbar. Kommandostern, ja toll. Es haben wir hier jetzt schon einen General da. Nee, das ist auch wieder nur eine Armee der alten Männer. Aber wir haben hier, glaube ich, irgendwie einen christlichen General drin, der, ja. Und die haben auch nicht alle Bischöfe oder sowas. Nee. Der hier ist nur 5% wert. Der ist auch 46. Aber nee, er hier wäre gut. Wenn Nero Lepidus. Haben wir sind wir aus einer anderen Familie? Ja, Valerius hätten wir. Wir hätten einen Ingenieur. Und der bringt Kampfgeist, +2 für alle Truppen. Er ist zwar ein unglücklicher Anführer, das zieht nur Kommandostern ab, aber er hat ja sowieso so oder so 0, aber er macht 2 Kampfgeist und wir können ja an ihm arbeiten. Weil diese Armee der alten Männer da, die wird auch nicht ewig bleiben, nicht wahr? Attalus Flavius, und wo bist du? Ja, du? Oder? Ja, oder wir nehmen dich. Christ, Kommandotalent, gut in der Unterzahl, starke eigene Moral, es macht Unruhe, bringt dabei Gesetz, das ist ein guter Ausgleich, weil Gesetz bringt dann auch mehr, weniger Korruption. Ein mittelmäßiger Angreifer, er ist feige, ne. Aber er hat auch einen Hass. Die Ader, die auf seiner Stirn noch völlig pocht, ist ein unerkennbares Zeichen seines tosenden Naturells auf Armeen, die nur aus Generalsleibwache bestehen. Ja, das haben wir mit ihm, das habe ich mit ihm gemeinsam. Wobei die Generäle hier an der Front in den Städten zu haben, ist eigentlich ziemlich cool, weil eine Generalsleibwache ist mega viel wert. Und dass die Städte auch so jemanden bei sich haben, der jetzt nicht nachteilig ist, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Oh, was ist denn das? Wie viele Truppen hast du? Ja genau, da kommt die nächste Armee. Oh. Ah, Gott. Unsere Flotte wird angegriffen. Ach komm. Ja, genau. Ja, weil der Pirat irgendwie Fullstack-Flotten durch die Gegend schickt. Sind bereit. Ach komm. Warum? Ernsthaft? Ich kann mir das nicht mal leisten, die ganze Flotte zu Ach Gott. Vorsichtig mit dem Geld. Verwaltung, aber Verschmutzung, ja. Na, wenn ich den jetzt nehme. Ja, muss ich aber nehmen. Ja, weniger Geld. Er sitzt jetzt in Karthago, na gut. Ist auch ein Christ, hochkultiviert. Fettwanst. Spieler. Irrer Blick. Frau mit guten Manieren, immerhin. Für die Grünen? Genau. Da hatte jemand in die Kommentare geschrieben, das sind die Wagenfahrer-Teams. Hatte das jemand in die Kommentare geschrieben. Danke an der Stelle dafür. Warte mal, ich guck nochmal. Ich guck nochmal kurz. Ich will den Kommentar nochmal kurz sehen, weil der ist ja relativ, Genau. Marshall History sagt, mit den Grünen sind die eine Mannschaft von Wagenfahrern in Rom gemeint. Es gab insgesamt die Blauen, die Weißen, die Roten und die Grünen. Das ist so ein quasi, könnte man so als Easter Egg dann bezeichnen, ne? Genau. Danke an der Stelle an den Marshall History. Vielen Dank für diesen Kommentar. Jetzt weiß ich, was das ist. Das sind Wagenfahrer. Ich wusste ja nicht, ich habe ja auch Witze darüber gemacht. Ich wusste ja auch nicht, was das ist. Jetzt weiß ich's. Danke. Sehr nett von dir, dass du mir das sagst. Kann ich etwas tun? Ja, ich. Nein, er ist keine Gefahr für die Stadt. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Sofort. Ach, diese blöden Piraten, ey, die regen mich auf. Vor allem, wie mächtig die sind. Alter, diese scheiß Piratenschiffe sind ja auch irgendwie. Was weiß ich, wie mächtig.
Unser Einkommen. Was ist mit unserem Einkommen los? Ich glaube, die Generäle, die wir einsetzen, sind einfach teuer. Frank und Vandalen haben ihr Bündnis gebrochen. Ja. Besser so. Ah, Franken und die Oströmer haben Bündnis. Ey, der meint das echt ernst mit gegen uns, ne? Die Notia Digitantium. Diese riesige Liste der Würdenträger ihrer staatlichen Ämter sowie der Position und Zusammenstellung ihrer Streitkräfte ist endlich fertig. Die Notia Digitarium umfasst jede Stelle bei der Region in beiden Hälften des Reiches. Ja, die andere Hälfte, von der wissen wir nichts mehr. Und geben deren jeweilige Autorität und Verantwortungsbereiche wieder. Hochzeitsfeierlichkeiten. Ganz ehrlich, ich würde ganz gerne... Ach, der ist jetzt der Statthalter. Der nicht mehr. Wir müssen die Steuern hier komplett runterdrehen. Ja, weil er halt viel Einfluss hat immer noch, ne? Was hat er denn so? Er ist ziemlich faul. Er ist besonders fromm. Hört das Wort der Herren. Er hat großes Talent dazu, die Menschen mit seinem Glauben zu überzeugen und sie zu bekehren. Politikanwärter, herausragender Ingenieur, Dorfheld. Schlachtgeschichten über ihn erzählt werden, sind wahrscheinlich übertrieben, aber trotzdem wird er bekannter. Naturphilosophie-Experte. Verwaltung und weniger Verschmutzung. Anständig. Plus 6 Gesetz. Naja, daher kommt's. Auch wegen der Verschmutzung, weil das auch die öffentliche Ordnung senkt. Kein Schritt weiter. Beeindruckend loyal. Sehr guter Kavallerist, guter Infanterist, herausragender Kommandant. Für die Grünen, ne? Die grünen Wagenfahrer. Frau mit guten Manieren. Irrer Blick. Naja, irrer Blick ist... Viele finden das erstörend, okay. Das sind auch geile Trades teilweise. Aber er ist ein Spieler, er ist ein Fettwanst, er ist hochkultiviert. Das zieht auch richtig doll an Abkommen, an Einkommen ab. Also normalerweise müssten wir jetzt mehr verdienen. Ah nee, weil wir die Steuern ja runterdrehen müssen, die er zuvor möglich macht. Ja, dann gleicht sich's am Ende aus. Ja, ist egal. Vielleicht stirbt er ja bald. Dann ist das endlich vorbei. So, ich glaube, wir können wieder die große Armee bewegen. Ja, ich freue mich. Stellen wir uns noch dahin und dann klatschen wir ihn weg. Ah, ich gebe keinen Angriffsbefehl, nicht, dass er sich zurückzieht, weil mit seiner Kavallerie-Armee kann er sehr gut flüchten. Er hat hier Axtherbern. Er will diese Stadt angreifen. Ja, da ist ein General drin, das Samadische Auxiliar, dann sind Komitatensis, dann die Bitanalen. Das hat auch eine Steinmauer. Ich sehe hier jetzt kein Problem. Sie nun belagert, sie nun belagert. Okay, wie sieht's hier aus? 65%. Na, wird's langsam Zeit, das Ding abzureißen. Nee, noch nicht. Wir haben hier schon monatliche Spiele drin, ey. Machen wir mal tägliche Spiele. Ist ja nicht so, dass wir dann noch weniger verdienen, nicht wahr? Sag mal, kann das sein, dass das so ein bisschen daran liegt? Dass das Einkommen so ein bisschen auch gedrückt wird, weil wir teilweise, ja, tägliche Spiele haben, ne? Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Okay, wir müssen... Okay, dann machen wir das jetzt mal. Wir gehen jetzt, nutzen jetzt mal die Provinzliste und gehen das alles durch. Gut, da haben wir jährliche Spiele. Dann haben wir... Kann man das irgendwie sortieren danach? Nein. Nee, ich will das... Nee, nach öffentlicher Ordnung bitte sortieren. So. So, hier haben wir tägliche Spiele. Das ist absolut nicht notwendig. Jetzt nutzt er, sortiert er die ja wieder anders, die Liste. Das sind blöd jährliche Spiele, sehr gut. Canutum, gucken wir mal. Da gibt's keine Spiele, okay. Cordoba, da gibt's Spiele. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich besser so. Wir verlieren gerade Geld. Aber eigentlich sind Spiele sehr, sehr teuer und es ist sinnvoller, die Steuern zu senken. Eigentlich schon. Eigentlich ist es... Ich glaube, am letzten Endes wird das was bringen. Hey, er schließt das Fenster jetzt nicht mehr hier oben. Ja, jetzt macht er es auf einmal nicht mehr zu. Cool. Du
können wir das so weiter durchgehen. Jährliche Spiele, tägliche Spiele in Tarako. Aber ich sehe hier gerade, ja, das ist diese Sondersituation, weil wir hier gerade die Konvertierung durchführen. Ja, das ist so, das muss so sein. Ja, hier haben wir keine Spiele. Hier haben wir jährliche Spiele. Mediolanum. Super. Aha, jährliche Spiele. Hier haben wir tägliche Spiele. Monatliche Spiele? Ja, jährliche Spiele gehen nicht. Machen wir monatliche. Besser als nix. Jährliche Spiele? Keine Spiele. Nee, das kann aber nicht sein. Das kann aber gar nicht sein. Weil Spiele sind so teuer, dass es sinnvoller ist, die Steuern runterzudrehen für das bisschen, was dann da Unterschied. Wir können das doch sogar lesen. Wir können das sogar nachlesen. Da, 8. Tägliche Spiele kosten 800. 800 Einkommen. Wenn ich den Steuersatz von niedrig auf sehr hoch drehe, sind das vielleicht so Unterschiede von 400. Höchstens. Bei guten Städten. Na gut, wir haben eine gute Städte eigentlich. Aber ne, das ist dann so ein Unterschied. Normalerweise, wenn wir jetzt die Runde beenden, müsste es normalerweise aktualisieren sich und dann müssten wir normalerweise in Geld schwimmen. Mehr oder weniger. Der Spion. Ach, der Oströmer kommt wieder. Ah, so ein Problem. Wo ist der Diplomat? Edler Meister? Weiter geht es nicht. Ah. Ja. Zurückziehen! Bitte nicht. Ja, das müssen wir. Das Echtzeit zu spielen wäre absolut Wahnsinn, weil die sterben dann. Im automatisch Berechnen hingegen sterben sie nicht. Oh, der kommt mit noch einer Armee. Ja, mach doch. Das ist wieder auch Geld, was wir wieder verlieren. Oh, der Hund ist auch wieder da. Nero Fla. Was? Wir machen Minus? Hä? Alter, der Kaiser ist... Ja, der Kaiser Einkommen gebracht. Der Kaiser bringt aber kein Einkommen. Das ist, der bringt... Es gibt keinen globalen Steuersatz oder sowas. Wieso? Hä? Ja, vielleicht weil die Städte alle umstellt werden. Ja. Das kann sein. Befehle, vorwärts! Kann ich den da jetzt rüberbringen, ohne dass dann wieder die... Ah, das ist so... Naja gut, wir haben jetzt hier auch die Rüstungen verbessert. Schon gehen. Ach toll, der Oströmer kommt mit noch einer Armee. Die Stadt ist halt recht reich, diese ganze Verwüstung hier tut ordentlich weh. Wir haben doch gerade auch Einheiten ohne Ende verloren. Wir haben hier gerade die ganze... Naja gut, die hat nichts mehr gekostet. Das waren nur noch ein paar Leute. Oh, da kommt dann noch eine Armee. Oh. Ach, der Vandale... Aber der Vandale hat dafür jetzt hier aufgehört zu belagern. Ich weiß nicht, wieso ich im Minus bin.
Ich weiß nicht, wieso. Na, wahrscheinlich, weil die ganzen Städte belagert. Aber wir haben. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Oh, Decimus der Denker ist jetzt Kaiser. Ja, das ist doch ein richtig guter Kaiser. Der hat nur positive Wörter, positive Merkmale. Das kann nicht am Kaiser liegen, das ist Quatsch. Wir zahlen für den General weniger Leibwache. Warum sind wir jetzt im Ich habe doch die ganzen Spiele abgesagt. Die ganzen Spiele habe ich reduziert. Oder ist das hier nicht so? Oder buggt das irgendwie rum oder so? Das sag ich mal, wenn du sagst, ich mache jetzt tägliche Spiele und hau den Steuersatz auf sehr hoch, dann kriegst du mehr Geld, als wenn du den Steuersatz auf niedrig hast und jährliche Spiele. Aber das ist doch Quatsch. So funktioniert das System nicht. Man sieht's doch hier. 800. So, machen wir mal den Steuersatz auf so 1400. Machen wir mal auf hoch, auf normal. 126 mehr. Da müsste es 8 Steuerstufen geben, damit man hier einen Unterschied merkt, der damit einhergeht. Also, hä? Also, es kann irgendwie nicht sein. Warte mal, ich muss mal in diese Finanzenübersicht. Was ist hier das Problem? Der Handel, ja, der Handel geht runter. Liegt's doch an den Belagerungen, aber das kann ja nicht sein. Wir werden doch schon das ganze Spiel über fett belagert. Soll ich Armeen? Ja, muss ich Einheiten auflösen. Ja, aber wir ja so viele Einheiten haben. So ein Quatsch haben wir nicht. 20 Generäle, ja, das ist auch ein bisschen viel. Diese ganzen alten Säcke, die müssen mal weg. Naja, wir müssen jetzt erstmal einen Kaiser. Ich glaube, ich werde ihn als Kaiser auswählen. Einen reizbaren Kaiser. Ich glaube, ich mache das aber. Ich werde den jetzt. Wobei, das ist so nichts tue. Warte mal. Vielleicht einen anderen. Anderen als. Ich muss in den Stammbaum gucken. Was anderes hilft mir nicht. Ah, ich muss vorher speichern. Stammbaum. Ja. Und dann mal gucken. Ich vergesse immer, wie man hier drin steuert. So. Der ist doch gar kein Christ. Nee, also der wird auf gar keinen Fall, der wird enterbt, weil das ist absoluter Wahnsinn, einen Heiden zum Kaiser zu machen. Das ist der Bruder von ihm, ja, nee. Ja, er hier oder er hier? Arterius, Pobadius oder Veteranio Flavio? Warte, das ist ein Flavius, wo bist du? Ihn machen wir zum Erben. Gucken wir uns doch den anderen an, kurz. Das ist der Sohn von Nero. Der andere sollte ja nur zeitweise Kaiser sein. Wo bist du? Nein, nein. Den will ich nicht als Kaiser haben. Der ist auch schon 35, also das ist auch nicht so sinnvoll. Da einen lange Zeiten Kaiser zu haben. Gut, da wird der Sohn von Nero. Das ist ja auch gar nicht der. Das ist ja gar kein Sohn von ihm. Das ist der Schwiegersohn. Weil seine Tochter ihn geheiratet. So. Der kann jetzt hier in Rom sein Ding machen. Was ist. Ach, der hat doch wieder nur Generäle. Der hat doch da gar keine Infanterie drin. Na egal, wir können jetzt mal hier. Ist mir egal. Das machen wir nicht echt Zeit. Keiner der Generäle ist gestorben. Aber dadurch, dass wir Verluste genommen haben, ist unser Einkommen wieder positiv. Aber unser Einkommen ist, glaube ich, auch positiv, weil der Handel hier wieder hergestellt ist. Nicht wahr? Ich wollte hier Truppen rekrutieren. Ja, die Bauern löse ich mal auf. Ob die jetzt da sind oder nicht, das habt ihr ja gesehen.
Wie soll ich... Ja, ich muss da hinterher. Ich hätte es Echtzeit spielen müssen. Ja, ich hätte... Aber... Nee, doch. Naja, egal. Nee, ist nicht egal. Können wir irgendwie... Nee, Hinterhalt können wir keinen legen, weil die Armee zu groß ist. Man kann nur mit kleineren Armeen Hinterhalte legen. Wollen wir nochmal neu laden und das Echtzeit spielen? Ja, wir laden nochmal neu und spielen das Echtzeit. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, das werden wir nicht mehr schaffen. 1:10 schon. Ich muss noch Medieval 2 spielen. Wobei das cool war, dass wir das... egal. Also, wir machen jetzt nochmal den zum Kaiser. Dann muss ich kurz nochmal suchen. Ich vergesse immer, wie man hier drin steuert, weil das ist so unintuitiv. Genau, er hier war das, ne? Er sitzt in Rom, ne? Genau. Ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr. Ach, dass man das auch nicht über das Menü machen kann, dass man das hier drüber irgendwie so, dass man das auch nicht über den Stammbaum machen kann, so wie in Wurm 1 normal. Ja, ist der Richtige, komm. Zur Not laden wir neu. Haben wir den Spielstand. So, er ist jetzt der Seitenerbe, sehr gut. Amtsmeister, der ist Amtsmeister, das ist krass. Oh nö, der ist flexibel. Das war er vorher nicht. Flexiblen Kaiser. Ja, aber er ist Cäsar. Aber er ist auch nun einmal der Sohn von Nero Flavius. Also irgendwo ist da ja auch irgendwie ein Recht dazu, nicht wahr? Irgendwo ist da ja auch ein Recht zu. Greif den Feind an! Sieg! Mein Kommen ist jetzt positiv. Befehle! Marschiere! Ist nicht doch am Handel. Ja, und dann müssen wir mit der Armee hier runter und den Quatschdauer noch töten. Ja, und das machen wir auf gar keinen Fall automatisch. Das wird der Cliffhanger zum nächsten Part. Beim nächsten Mal werden wir dann gemeinsam mit dieser mächtigen Legion gegen den General-Spam antreten. Wir haben Comitatensis, die stark gepanzert ist. Wir haben Sarmatische Auxilla, wir haben Plumbatarii, wir haben Bogenschützen. Wir haben zwei Generäle, die ganz ehrlich auch sterben können. Wobei, sollten sie nicht, weil die Armee dann flieht. Aber... Also, der andere ist mir auch nicht so wichtig. Also, die sind mir nicht so wichtig, weil das sind beides Heiden und wir haben ja eine neue Generation jetzt mittlerweile und die soll übernehmen. Und ein heldenhafter Tod in der Schlacht, was will man mehr? Gut, aber ich sag jetzt nochmal an der Stelle, natürlich habe ich mich heute sehr viel aufgeregt über diese Armee hier. Jetzt endet der Bart auch ausgerechnet mit dieser Armee auf der Gegenseite. Aber ich sag's natürlich nochmal. Das ist eigentlich nur ein Zeichen, dass ich hier extrem involviert bin. Und dass mich das total mitnimmt und mitreißt. Und dass ich hier total Bock drauf habe, diese Nuss zu knacken. Das macht mir total Spaß. Und es wird hier weitergehen. Ich weiß nur noch nicht wann. Also morgen nehme ich Warhammer auf. Mittwoch nehme ich gar nicht auf. Donnerstag, Freitag wird schwierig. Und selbst wenn wir Donnerstag, wenn ich Donnerstag aufnehme, dann machen wir Together. Auch Warhammer. Ja, so viele Parts habe ich jetzt auch nicht im Voraus. Ja, es wird vielleicht ein bisschen kurzzeitig was, eine Weile nichts hiervon kommen. Es sind zwei, drei Tage vielleicht hiervon nichts kommt. Ich werde aber sobald ich kann, wieder hier zurückkehren. Also ja, das Projekt ist auf jeden Fall gesichert. Das kommt. Erstmal. Die nächste... Auf kurze Distanz. Ich kann immer nur auf kurze Distanz garantieren. Wenn überhaupt... Na, garantieren kann ich eigentlich gar nichts. Ich habe ja auch gerade gesagt, es kann ja sein, dass es mal jetzt hier nichts mehr kommt für ein paar Tage. Also garantieren tue ich gar nichts. Aber ihr könnt meine Motivation jetzt... Ich bin hier voll involviert. Ich habe hier mega Spaß dran. Es ist mega herausfordernd. Es ist mega... Es gibt so viele Nüsse zu knacken. Und ich finde das einfach mega... Ich finde das Projekt einfach... Oh, in den Tisch gekommen. Ich finde das einfach mega geil. Ich finde das... mega, mega geil. Diese Schlacht hier, die wird spannend.
die wird auch herausfordernd, das sage ich euch. Und die werden wir spielen beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die zahlreichen Aufrufe. Ihr schaut immer mehr. Leute schauen den ersten und den zweiten Part. Ich hoffe, ich kann euch für mehr begeistern. Und auch die aktuellen Parts kriegen sehr viele Aufrufe. Das Projekt ist das Bestlaufendste. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich hoffe, ich mache euch damit eine Freude. Und ich hoffe, ich bin für euch gerne. Oder ich hoffe, ihr lasst mich gerne ein Teil eures Alltags sein. Ich mache es auf jeden Fall gerne. Und ja. Aber wie gesagt, ein bisschen kürzer wird es jetzt getreten, weil mit diesem Projekt hier war ich halt, wo er mal fokussieren will, aber wieder für mich zwei Projekte machen will, aber und öfter dann mal bei Warhammer hängen und jetzt die nächsten Tage wird eh schwer, aber vorbei ist das oder pausiert irgendwie einen Monat, zwei Monate, drei Monate oder länger oder Wochen pausieren, also hatte ich vor, jetzt aber nicht mehr, jetzt habe ich es nicht mehr vor, jetzt weiß ich, dass ich das nicht will, ich will bei diesem Projekt hier bleiben, das ist mega geil und ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Passt auf euch auf und auf Wiederhören.